zu umgeht. Und ihr seid recht. Wenn es so weit weg ist, ist der Ton wieder nicht richtig drauf. So, du warst noch nicht ganz fertig. Was wundert dich? Das sieht man da hinten, die Hütte. Ja, das Mist. Ich mache das immer ohne Drehbuch und ohne Laberei. Ich laber halt einfach drauf. Attacke. Du hast aber noch den Satz, glaube ich, noch nicht beendet. Was dich wundert, da warst du stehen geblieben. Ah, jetzt kommt das rote Lämmchen. Servus Leid, ich bin der Kurt. Ich bin jetzt in Rheinsabern am Schützerhaus. Wir haben Mai, 25. Mai 2014. Und ich bin froh, dass ich nicht der einzige Irre bin auf der Welt. Heute schieße ich mir da auf 9x9 Seehülse. Die Dinger. 9x9 See, die machen das da als Luftgewehrkegeln. Gesehen habe ich es noch nicht. Ich habe zwar daheim trainiert, habe die Dinger aufgestellt und man versucht mit dem Luftgewehr abzuschießen. Das soll halt so ein bisschen spaßwettkampfmäßig abgehen da. Lauter gute Leute. Das sind die Nicht-Spaßbremse-Schieße. Die anderen, ich schieße auch auf so Sache. Aber wenn man auf so Sache schießt, ist man bei der Gute. Oder? Sag was? Ist man dabei der Gute? Er nickt. Also mir sind es die Guten. Und die anderen sind halt die Normale. Wir sind die etwas abgehobener Schützen. Weil wir machen was Spaß macht. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn wir auf Hülse schießen oder auf Schunsch irgendwelche Sache, man kann auch auf eine Scheibe schießen und auf die andere. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber es gibt Leute, die kommen mit so Sachen nicht zurecht. Es ist auch gut so. Da treffen sich die Elite. Und das war's einmal. Ich gehe jetzt rein und filme mal, was da, um was es geht. War's mal bis jetzt? Zack, dann kommst du davon. Ich bin immer derjenige, wo nicht Bock. Kriegst du einen Bock? Ich habe auch einen langen Spannhebel, aber da kommt was raus. Die Jochnochel und der Reinhold. Das ist gefährlich, genau. Und da hat der Abzug eingestellt. Ich bin Abzug drauf. Wir schaffen mit alle Tricks. Ja. Also. Abzug ein. Scheiße. Nicht leicht. Abzug, das war der Brandstier. Der Hamster oder der Luke Gabbett? Jeder Hamster trinkt das auch. Nein, wenn du so eine erste Schule. Ja, nee, ich habe die Spinnen, aber da ist das immer eine Woche später. Aber auch nicht. Wenn man vorne nachkam, weil man es kurz geguckt macht, dann hätte ich nur das Bein. Der Sinn ist dann relativ einfach, da nimmt sich jeder so einen Stand. Das geht dann recht genau auf. Brauchen wir nichts auslösen, oder? Oder will jemand lose? Irgendeiner kriegt dann die Bar mit den festgeklebten Hülsen. Wenn ich Stand 10 kriege, ist okay. Bis auf 6 sind alle getötet. Ich nehme nicht 11. Ansonsten wird es so ablaufen. Man stellt die Hülse auf. Kurz die festgeklebten Hülsen kriegt. Man stellt die Hülse auf. Die stehen maßstäblich verkleinert dem Regelwerk vom Regelverbund entsprechend. Ich habe die Standabnahme rausgesucht, kleingerechnet, anhand der Hülsen, anhand der Kegelgröße, die Abstände. Nur die Murmel ist halt ein bisschen kleiner. Aber das macht es ja interessant. 5 Durchgänge wird es geben mit 3 Schuss.
5 mit 2 und 5 mit einem Schuss. Noch jeden wollen. Also ja, noch die 3 Schuss, wo die gemacht worden sind. Geht einer von uns vor, zählt, was runterfiel. Also die müssen weg sein, was nur umfallen ist, das zählt nicht. Und dann schreiben wir das hier auf, gehen wir durch, der Hof wird aufgebaut und es geht in der nächsten Runde durch. Das geht 5-mal so, dann 2 und dann 1-mal. Jeweils. Du schießt immer ein Schütze, schießt sein ganzes Stiefel erstmal durch oder was? Oder nee, das machen wir dann auf Kommando. Da stehen wir dann zu 10 hin und dann hältst du Soldaten und schießen. Das machen wir dann 3-mal nacheinander. Dann gibt es kein Durcheinander. Schießt keiner aus, was ich hier 4-mal oder plus 12-mal. Wenn wir das so machen. Wenn wir dann durch sind, die Knicker vorne ein bisschen abknicken, wenn wir vorgehen, beziehungsweise die Seite spannen, dann Hebel aufmachen. Dass so die Sicherheit gewährleistet ist, wenn wir vorne rumturnen und die Sachen wieder aufbauen. Und dann geht es wieder von vorne los. Kriegen wir eine Wertungskarte? Ja. Liegt alles schon drin vorbereitet. Müsst ihr nur noch einen Namen reinschreiben. Das ist die erste Herausforderung. Ja. Jeder den eigenen Namen, bitte. Und selber laden, jeder. Sonntagsmorgen, selber laden. Ja, okay, das geht bei 10 Leuten jetzt auch eng. Bin ich halt ziemlich eindeutig. Ja, ja, der Karton hier drauf ist ein bisschen die Herausforderung. Da sieht's ja schon, aber echt gut. Oh ja. So ist das gemeint. So sieht das aus. Affengeil. Ich habe höher gehalten mit den 3. Ich sehe auch mit vor. Du bist doch neben mir, da kann dir gar nichts passieren. Ja, Schatz. Taxi. Egal, ob 4 allein oder 12 allein, immer wieder 30. Ich habe da aber auch nicht. Ja, ja. Ich habe auch zu mich. Doch, hast du das LGV wieder rekuriert da? Ja, ja. Dann. Sigi ist halt eine kleine Striche, die bauen das nicht. Heilandsack. Ist doch nicht. Der langhörige da. Ein langhaarig zum anderen langhaarig. Ein. Scheiß halten. 3, 0. Was mit dem Zahl 4, 6. Lass es in den Schaum stehen. 5, 6. Wo ist das Kampfgas? Ach so. Ja, wir kaputt machen. Die Sau da hinten, siehst du die Sau da hinten? Mann. Wie sind der jetzt Schraubzwing hängen? Guck mal! Drei Schraubzwing ist bedenkt, bitte nicht. Die bescheißen, die stellen nur 3 auf, guck mal. Ja gut, das macht ja nichts, die anderen haben wir ja festgeklebt. Ja, Alex. Ja, ja. Und sobald wir Messingmagneten haben, wird es sowieso interessanter. Gleich doch. Hat das denn die erschwerte Bedingung oder was? Der Max. Hat sich nur einer aufgestellt davon. Motore! Du hast irgendwas erzählt von 1-0! Infrarot! 2-0! 3-0! 4-0! 5! 6! Wie viel? 6!
6. Lecker. Dann werde ich mir wohl ein neues Glas kaufen. Aber irgendwie, so fehlt noch irgendwie der aus Bremen, die kleine Tochter, da wurde noch erscheinen. Nee, der kommt doch nicht an. Da muss er gucken. Alle hoch da drin rum. Ah, die Rechnung können sie mitnehmen. Die liegt noch da. Aber der Brock ist ausgeliefert. Ja, alle hoch mitgenommen, jetzt kriegt gar einen Guck. Die Roman gibt es auch hier. Ja, wir waren nur eins. Solange nur eins geht, kann das ja wieder holen. Ich hab ein Luftgewehr kegeln statt Front. Das kann man sich dann schon vorne schreiben, dass man da beim ersten Luftgewehr kegeln mit dabei war. Und fange ich mal immer gut zu verteilen. Der 10. Platz geht an den René Kirsch. Mit 15 Punkten. Sorry, Marc, für dich hat es leider heute nicht gereicht. Vorletzte. Jetzt einmal komplett die Ausstattung zum Turnier zu Hause. Ein Zielfeld, mehrere Aufkleber, ein Döschen, dreh es mal rum. Damit es aussieht wie bei uns beim Schießen. Wo ist die Schraubzwing? Ganzes Päckchen. Wo ist die Schraubzwing? Ich weiß ja nicht, wie du zu Hause eingerichtet bist. Vielleicht packst du das Ding auch einfach nur irgendwo hin. Du musst es einfach holen. Die Zeit im Wohnzimmer tut sich gut. Bitteschön. Yay! Mit offener Visierung. Der 9. Platz an den Kai Renke. Knüppelvorletzte. Ich will das zweite Gewehr bekennen. Sorry, Marc, für dich hat es leider heute nicht gereicht. Oh, das war Rosenhülse dabei. Ja, zum Armwerden. Zum Platz. Schade, ich hatte eigentlich zuletzt spekuliert, aber es hat nicht geklappt. Ja. Ja, ich muss mir das anstrengen. Danke. So, dann die Schacki. Flasche. Jacqueline! Jacqueline! Guck mal, die Oma winkt. Guck mal, die Oma. Guck mal, in dem Bereich, wo sich die meisten irgendwo befinden. Oh, hey. 44 Punkte, Alexander Siegler. Oh! Oha! 3 ist Preis, wenigstens Preis, ha? Bitteschön. Max Klein, Platz Nummer 5 mit 45 Punkten. Hat jemand ein Taxi für den Max? Der muss heimlaufen. Bei uns einfach nicht mitfahren. Das ist doch dein Auto. Ich war besser wie der Doc, also musst du Doc laufen. Der Wolfgang hat jetzt fast fertig gebrucht, sei selbst gedrechselte dritte Platz abzuräumen, aber eben nur fast. Aber der vierte Platz. Platz Nummer 3 geht an Andreas Hack mit 64 Punkten. Wow. Einmal. Wunderbar. Dann handgedrechselte Knieauflage. Die wollte ich mir kaufen letztens. Die ist doch getöpfert. Aber 3 Flaschen Wein spendiert krieg ich, da darfst du jetzt gerade eine aussuchen. Jawohl. Ja. Ja. Die ist Grüße. Genau. Danke. Da kommt der Schwab raus. Platz Nummer 2. Kurt Knott. Läuft schon. Da habe ich aber Glück gehabt. Mit dir kann man nicht fortpelzen. Ist immer wieder ein Elend. Du, ich muss filmen. Ich habe keine Zeit. Wow. Schwarz-Wälder-Schilger. Könnt ihr euch auch mitbringen, oder? Schaff mal auf Schwarz-Wälder. Im Schwarzwald, da wird der Spatz kalt. Ein Rote. Ich komme dann aber auch umtauschen, wenn wir dann andere wollen. Dankeschön. Erster Platz, Alexander Kivett. Ich bin auch am Film im Moment. Oh. Was war das für Urkunde? Was war das für wohl eine? Oh, meine. 91 Stück. Sieht doch die größte Schiene. Ui, das mit Fahrrad. Ja, fürs Teilen, gell? Du willst wieder heim, du fährst mit meinem Auto, gell? Ja, jawohl. Wenn es Schinke gibt, bin ich immer von der dabei. Und noch Schließling oder unten da ist ich komme auch aus dem Feld holen oder ein trockener, ein halbtrockener. Dann ist er dann weiß. Also, ich habe jetzt eigentlich so gedacht, so, könnte vielleicht ein bisschen kritisch werden. Aber.
Ja, mit der 35 Punkte waren möglich. Erster Platz 91, 2 und 3 mit 64 und 66 Punkte. So war das Niveau dann doch schon. Nicht höher als mit eigenen Würfeln. Ich glaube, nicht gleich gedenkt, dass ich so. Also das mit einem Schuss war schon grenzwertig. Wieso grenzwertig? Da habe ich mehr Schüsse als mit zwei Schüssen. Also war was ich für echt gut. Ich auch. Also ich muss dann meinen Senf dazugeben. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass wir sowas gemacht haben. Weil ich habe gedacht, der Einzige ihrer kann ja nicht nur Lehrer sein, es muss ja noch andere geben. Es war richtig Spaß. Super, klasse. Genau. Also hat schon gepasst, war schön. Aufs zweite Mal. Prost. Dankeschön. Ich hab nichts mehr. Hoch die Hände, Wochenende. Was? Schenkst du noch zwei Tage? Ja, bei dir muss ich mich bedanken für die Ausrichtung. Ja, das mache ich wirklich gerne. Alex hat schon mal Glück gehabt, hä? Aber war echt so, gut. Bei so Sachen gewinne ich, ne? Viel Tage. Ja. Von da an gesagt, hab ich dir schon drei Tage verschreiben, so, weil ich freue mich wirklich, wenn was Neues kommt, wenn was anderes kommt. Und ich bloß immer bloß Großkaliber und Kleinkaliber schieße. Genau. Also ein bisschen was anderes da. Wir sind auch bei uns dabei, jetzt mit Hochschießen anzufangen. Also wir sind da wieder bei uns. Und das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Und